Falls ihr noch FIFA-Coins braucht, checkt gerne meinen Sponsor fifacoin.com aus. Link ist in der Videobeschreibung. Außerdem könnt ihr mit dem Rabattcode FIFA-Gaming noch 5% sparen. Außerdem ist ab jetzt mein neuer Shop online mit vielen neuen Nice-Pullovern, T-Shirts und neuen Sachen wie Handyhüllen, Popsockets, Poster und neue Autogrammkarten, die es natürlich von mir unterschrieben, wie immer zu jeder Bestellung gratis dazu gibt. Link ist unten in der Videobeschreibung. Danke an jeden, der mich da mit dem Kauf unterstützt. Ihr seid die Besten. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 18 Squad Builder Battle. Und zwar heute, ihr seht es schon, mit der 88er One-to-Watch-Karte von Pierre-Emerick Aubameyang. Lasst gerne wieder ein Like da. Lasst gerne wieder ein Abo da, wenn euch das Video gefällt. Gerne auch die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich würde mich freuen, wenn wir wieder die 3333 Likes packen würden. Außerdem könnt ihr mal gerne unten in die Kommentare schreiben, Leute. Was denkt ihr, wird Aubameyang bei Arsenal noch für Informs bekommen, Leute? Ja. Max ist natürlich auch dabei, aber ja, vorher noch kurz, was ich sagen wollte. Also, schreibt mal in die Kommentare, was denkt ihr? Kriegt ihr 89er Inform, 90er, eine 91, eine 92? Haut mal eure Rating-Vorschläge unten in die Kommentare. Und jetzt kann sich Max auch vorstellen. Ja, aber jetzt bin ich auch mal dran, Jungs. Erstmal, was geht? Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, keine Ahnung, ich denke schon, dass Oba da mehr Chancen hat als Lacazette, bei dem es ja irgendwie gar nicht mehr lief. Aber ja, wir werden es einfach mal sehen, wie Oba sich schlägt und ja, Digga. Ja, ich bin keine gespannt. Haut also gerne eure Rating-Tipps in die Kommentare und du haust mal jetzt hier raus, welche Formation du am Start hast heute. Ich habe heute zwei Stürmer mit eingepackt und spiele mit der 4-2-2-2-Formation. Leute, ihr wisst es ja, Max spielt gerne mit einer Doppelspitze. Ich spiele heute alleine mit Ober und zwar 4-3-2-1. Ihr könnt natürlich jetzt auch noch gerne die Episode bei Max auschecken. Ich packe euch den Link in die Beschreibung, da gibt es die Revanche. Wir starten mit den ersten Spielern. Ab geht's. So, die ersten Spieler, Leute, wie immer vorher, ihr kennt das Ganze, Leute. Falls ihr noch Bock habt auf meine Nights Hoodies, gerne abchecken, Leute. In Blau, in Rot, in Grün, noch viele weitere Sachen. Handyhüllen auch in Blau, in Grün und Rot und natürlich gratis. Autogrammkarte gibt es auch zu jeder Bestellung dazu, von mir unterschrieben, also gerne abchecken. Link ist unten in der Beschreibung und dann halt mal hoch hier. Ich fange an auf dem linken Flügel und das Team wird durch den Kollegen ein bisschen bunter. Denn ich habe hier die Path to Glory Card von Rushford am Start. Heftiger Typ, Mann, kranke Werte, ich bin gespannt, habe ich noch nicht gespielt. Erst Maschine. Ja, und auf der rechten Seite habe ich ebenfalls noch nicht gespielt die Karte. Es ist die Once to Watch Card von Henrik Mkhitaryan. Hier seht ihr es. Es ist der 86er Inform. Allerdings muss ich gleich nochmal Ultimate Team neu starten, weil dann kriegen die, glaube ich, immer die Spielerbilder. Weil es gerade kurz 10 nach 7. Von daher muss ich, glaube ich, einmal Ultimate Team raus und wieder rein. Dann sollte der auch hier sein Spielerbild bekommen. Aber, wie gesagt, ist er jetzt hoch auf 86. Bin gespannt, wie das sich spielen lässt. Ja. Wenn du ihn spielen darfst, ja. ich sag einmal so, Rashford kannst du behalten. Ja. Da habe ich Alexis Sanchez gedacht. Oh, ich wollte erst mit Sanchez gehen. Ey, komm bitte. Ja. Und rechts habe ich. Ey Mann, ich denke mal, du gehst mit dem, aber diesmal auch wieder nicht. Mohamed Salah. Ja. Mkhitaryan war schon auffällig, ne? War schon echt auffällig. Ja. Okay, geil, Mann. Aber nice, Mann. Damit habe ich einen geilen Sturm. Und ich kann den neuen Mkhitaryan austesten. So, ich habe ja nur ein Spiel aufschreiben müssen für dich und das Day. Genau. Mal sehen, ob du den hast. Ich sage mal so, ganz schnell, den habe ich gezogen. Und es ist Kylian Mbappé, Wants to Watch. Wäre nice, wenn ich den da benutzen darf. Hätte ich drauf kommen können. Ich habe Son. Mist, ey. Okay, das heißt, beide haben kompletten Sturm. Ich starte mal kurz Ultimate Team neu, weil da müsste, glaube ich, Mkhitaryan sein Spielerbild bekommen. Jungs, es geht weiter mit den Mittelfeldspielern. Und da konntest du sehr, sehr viel machen, denn in der Premier League gibt es so viele. Deswegen weiß ich nicht. Ja, würde ich so auf jeden Fall unterschreiben. So, wir fangen an mit dem ersten Nicht-Premier League-Spieler. Ich habe zwei Premier League und einen nicht aus der Premier League. Zwar ist es Dennis Suarez vom FC Barcelona. Dann geht's weiter mit Jesse Lingard. Inform natürlich. Ah, dein Liebling. Ja, mein Liebling. Ey, der Typ ist auch krank, muss man ehrlich sagen. Und dann habe ich noch eine dritte One-to-Watch-Card. Und zwar Ross Barkley, der jetzt mittlerweile bei Chelsea spielt. Und der hat mir auch ganz gut gefallen. Ich muss Mkhitaryan, fällt mir gleich auch hier noch umwandeln. Aber ihr seht es, ich habe jetzt Ultimate Team neu gestartet. Jetzt hat er hier sein Spielerbild. Ich wandle den gleich noch um. Und ja, dann hauen wir raus. Ja, krasse Spieler. Und ey, eigentlich müsste ich da auf diese Spieler kommen. Auf Suarez kann ich schon mal sagen, nicht. Und auf die beiden anderen auch nicht. Keine Ahnung warum, aber die hatte ich einfach gar nicht mehr im Kopf, obwohl du die eigentlich auch schon letztes Mal bei mir gemacht, genommen. Von Barkley. War das gegen dich, wo Barkley so eskaliert ist? Das war aber der normale Barkley, aber ist jetzt der One-to-One. War der ja richtig krass, Digga. Hat ja dasselbe Rating, von daher kaum Unterschiede. Wie kommst du deinen vier Spielern? Und die habe ich aufgeschrieben hier.
So, ich denke mal, ja, wir fangen mal hier mit der Mbappé-Seite an. Da habe ich eine Legende, und zwar Wesley Sneijder von Nizza. Nice, das ist echt eine Legende. Ja, also ich weiß nicht, da kann man eigentlich fast gar nicht drauf kommen. Dann habe ich auch eine Once-Watch-Card, und zwar Maite von Bordeaux, Franzose. Der ist auch nicht schlecht, ne? Aggressive genau. Werte. Das ist so der Bakayoko vom letzten Jahr, ey. Aus der ja, das ist auch so ein Unscheinbarer, würde ich sagen. Und jetzt wird's spannend, denn Aubameyang braucht ja einen grünen Link. Und ich habe mich entschieden für Santi Cazorla. Ja, den hast du auch letztes Mal so mitgenommen. Eigentlich schon voll vergessen. Ich weiß gar nicht, was mit dem ist. Ich glaube, der ist verletzt die ganze Zeit. Zwei Jahre lang oder so, weiß ich nicht. komplett 3 Jahre verletzt, er ausgeschaltet, ausgenockt für sein Lebensende. Okay, und der letzte Spieler kommt. Letzte Spieler ist auch nochmal eine Oldschool-Legende, Yaya Touré. Ja. Ich war bei City, ey, Gündogan. Dann war ich bei Arsenal, Wiltshire. Ich hatte erst Özil, hab ich mir gedacht, nee, Özil nimmst du nicht. Und dann war die Entscheidung zwischen Santi und Wiltshire. Hab ich mich für Wiltshire entschieden. Verratti und Fekir, du darfst weiterhin alle Ballen. Ey, was ist hier heute los, Mann? Wieder ein komplettes Team bislang am Start. Das heißt aber auch immer noch, dass beide noch den Joker haben. So, und das könnte gleich noch von Vorteil werden. Wir gucken erstmal, Außenverteidiger stehen an. Wir kommen zu den Außenverteidigern. Und da ist die Frage der Fragen, fällt der Erste oder fällt nicht der Erste? Ja, ich bin gespannt, Mann. Du könntest rechts drauf kommen, ich mach's kurz. Sergio Roberto. Hat halt den Hyperlink Perfect-Link, da zu Dennis Suarez. Deswegen halt ziemlich auffällig. Und auf der linken Seite habe ich einen Strong Link zu Ross Barkley, Chelsea-Spieler. Und zwar ist es der Inform 84er von Alonso. Marcos Alonso. Komm, bitte lass ihn. Okay, ja, ich habe gerade meine Tafel auf mein Bein geschlagen. Deswegen habe ich so behindert geguckt. Und ja, ich habe behindert geguckt, weil ich habe Semedo und ich habe Ashley Young in Form gedacht. Ja, nice, Alter. Digga. Nice, okay. Ey. Immer noch ein komplettes Team. Das heißt, es wird gleich auf die letzten drei Positionen hinauslaufen, ob eventuell noch ein Joker kommt. Obwohl, vielleicht kommt jetzt bei dir jetzt einer zur Stande. Hau raus. Das war auf jeden Fall schon mal gut von dir. Jetzt hoffe ich, dass ich hier auch noch mal gute Karten kriege, beziehungsweise die Karten behalten darf. So, erstmal rechts hier. Wird sein einer von Manchester City und das ist Danilo, also nicht Valencia. Und auf der Linksverteidigerposition, das könnte, ich weiß nicht, könnte das einfach sein? Es könnte einfach sein, denn es ist Roussillon, den habe ich noch nie benutzt und ich hoffe, ich darf ihn diesmal benutzen. Ey, mir fällt mal gerade auf, ich glaube, ich habe die Position falsch angeordnet. Hast du Mate links und so? Ach so, ja. Ja, das habe ich voll verpeilt gerade. Scheiße, ja, ich hätte dich nochmal fragen sollen, bin ich selber schuld. Kacke. Ich hatte nämlich gedacht, du gehst links über Premier League und rechts über Liga A. Deswegen habe ich Touré diesen Inform rechts aufgeschrieben und Kolasinac Premier League links, Alter. Aber okay, war meine eigene Schuld. Ich hätte dich ja nochmal nachfragen können, wo du die Spieler hast. Deswegen bin ich selber schuld. Kacke, Mann. Damit habe ich natürlich jetzt die Ansonsten die hättest du vielleicht Roussillon oder so aufgeschrieben. Ja, weil, ehrlich vielleicht, weil den hast du schon oft benutzt jetzt mal. Deswegen. Aber egal, Glück gehabt. Ja, dumm von mir, selber schuld. Das heißt, wir kommen zu den letzten drei Spielern und beide haben noch den Joker offen. Wir kommen zu den letzten drei Spielern, Leute. Beide haben den Joker noch offen. Das heißt, wenn jetzt ein Spieler rausgekickt wird, dann wird's gefährlich, Mann. Aber ich glaube, ich habe eigentlich drei sichere Spieler, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Der erste ist... Ja, ich denke mal schon. Obwohl der erste, wenn den kannst du am wahrscheinlichsten haben. Und das ist Samuel Umtiti von Barcelona. Ich habe hier das Barca-Dreieck. Dann geht's weiter mit der vierten, ne? Oder? Ja, vierte Once-to-Watch-Card. Und zwar Davinson Sanchez. Und im Tor brauche ich dann jetzt einen, der beide linkt. Und das ist Hugo Lloris von Tottenham. Okay. Ja, soll ich es jetzt schnell auflösen, Digga? Ja, hast Filicueta, Piqué und Asenjo. Nice, hast du gut gemacht, Digga. Alter. Okay, ich darf alle behalten. Ich werde mal kurz hier nochmal die Positionskarte auf Mkhitaryan anwenden. Das heißt, dann habe ich ein volles Team mit voller Chemie. Und wir kommen zu deinen Spielern. Mal schauen, ob du auch ein volles Team hast. Ich hoffe es. Ich darf jetzt hier auch nachziehen. Habe meinen ersten Innenverteidiger schon reingestellt. Und es ist die Ikone Rio Ferdinand. Ist sich auch gar nicht gedacht, ey. Ja. Aber ich muss sagen, du könntest trotzdem jetzt auf die Touré-Seite kommen. Dann darf ich Eric Bailly, Digga. Also den auffälligsten überhaupt. Ich dachte wegen Danilo und Touré, dass ich dich ein bisschen mit City verwirre. Ja, ich hoffe, das hat funktioniert. Stimmt, wegen Elfenbeinküste, ne? Ja. Und deswegen habe ich auch jetzt im Tor
Kasper Schmeichel als rote Inform-Version. Okay, das hat mich gut geprankt, Mann. Sakho, Laporte und Ederson. Laporte oder Laporte ist ja jetzt zu City gewechselt. Ich dachte, ehrlich, du gehst jetzt, du hast mich gut reingelegt. Okay, beide mal wieder ein komplettes Team. Ey, was ist heute los, Mann? Das ist ja krank, ey. Wir haben bei dir aufgenommen, ja, komplettes Team, so, bei mir auch komplettes Team. Wir haben gute Teams gebaut, würde ich sagen. Wir kommen ins Spiel, Verlierer stößt ab, keiner kann es aufs Team schieben, denn es ist das Team, das man sich selber aufgestellt hat. Ab geht's. Ab geht's, Leute. Wir gucken uns beide Teams an, aber keine großen Veränderungen, ey. Ihr kennt das Ganze. Nice. Sieht nicht schlecht aus, Mann. Du hast echt einen Sturm. Hey. Leute, was ist das für ein Sturm? Mbappé und Aubameyang. Das ist krass, ey. Okay. Ja, aber ich habe auch Mkhitaryan und wen habe ich noch auf dem linken Flügel? Rashford. Also, schon wieder vergessen. Ist auch krass, ja, Rashford. Digga. Stimmt. Ja, okay. Wir gucken. Verlierer Schüsse ab. Ab geht's. Boah, den Pass. Was war nicht den schlecht? Kann er spielen. Den kann er echt jetzt spielen. Aubameyang. Ich wusste es. Nein. Oh, das macht mein Torwart. Wesley Snyder, Digga. Den habe ich überhaupt drin da hinten. Ey, hast du es gesehen? Ja, es ist gut gemacht. Ich wusste, dass du es machst, aber ich konnte ihn nicht verteidigen, weil Sanchez so ein Brocken ist. Der hat einfach, ich weiß nicht wer, aber mein Torwart hat irgendjemand. Ne, dein. Ey! Der hat mein Bein gestellt! Das war meiner, Digga. Ja. Wer war das, ey? Du weißt nicht. Warte, Mbappé, glaube ich, war das. Mbappé, Alter. Es gibt der Elber hier für mich. Ja, dieser Maite ist gar nicht schlecht, glaube ich. Mkhitaryan pfeift so weak foot. Boah, das, da habe ich ihn gerade gelobt, Digga. Jetzt ist er scheiße, Digga, der Typ. Auswechseln. Five-Star Weakfoot, Mann. Richtig kranker Schuss. Mit links, ey. Heftiges war Teil. War Zucker. Komm, Snyder. Mit Aubameyang. Und das kann er. Oder kann er jetzt mal einen Salto machen? 2-1. Richtig schwach verteidigt wieder von mir. Da ist er wieder. Die Mücke. Mkhitaryan. Die Mücke. Nein. Mkhitaryan. 2-2. Was ist hier los, Mann? Der Typ ist echt gar nicht schlecht, ey. Komm, jetzt Cazorla. Auf Mbappé, Junge. Und was ist das, wen hast du da im Tor, Digga? Der macht gar nichts. Weiß auch nicht, wen hab ich überhaupt im Tor, ey? Junge, was hab ich denn da für einen Typen, ey? Sergi Roberto. War komplett da. Dein Gegentor. Ey, meine Güte. Warum kann man so einen Ball nicht annehmen? Ich verstehe es nicht. 4-2, ey. Nach 30 Minuten, das geht hier schon wieder ab. Warum kann man so einen Ball nicht stoppen, ey? Aus. Oh, Cazorla, ne? Ey, Mann, Cazorla. Das ist Mkhitaryan. Dreierpack. Hä? Dreierpack, Alter. Leute. Hashtag Mücke in die Kommentare, ey. Der macht hier wieder drei alles. Tore. Juckt den gar nicht. Kann er noch einen Koffer reinmachen. Echt so. Boah, Snyder. Oh, Junge, was machen die da? Und Aubameyang. Ja, das war geschenkt, Alter. Das sind wieder so Fehler. Die sind so dumm, ey. Die sind so dumm. Ich hau mir die Tore selber rein, ey. Ganze Leute. Freistoßtaktik. Ist da. Komm, spiel ihn auf Lingard und der ist drinnen! Ja, funktioniert. Und jetzt sind wir nochmal dran. Come on, ihr müsst von da nur drauf schießen. Das Ding ist irgendwie, das ist, glaube ich, ein Bug. Ja. Weil egal wie du schießt, die gehen immer rein. 5-4. Jawohl. Barkley. Chiri! Nichts. Ey, wer Barkley ist eine Kante, hätte das Elfer gegeben. 100.000%, ey. Bei For Champions? Oder was? Wenn Barkley nicht so eine Kante wäre, wenn er nicht so gut. Achso, ja, na komm. Boah. Ey, der hat einen feinen Fuß, das weiß man doch. Boah, ja, Digga. Mann, wenn der Schiri Elfer gibt gerade eben, ey, 6-4. Das war's, Leute. 6-4 geht das Ganze aus. Ach, Mann, es war ein geiles Spiel. Bock gemacht. Richtig viele Tore. Ja, also es hat schon... War schon nice. Ja, war schon nice, Mann. Ah, okay. 2 Spiele abstoßen, aber du hattest 12 Schüsse aufs Tor, von daher verdient. Und ab geht's, Leute. Discard, ab geht die Post. Und, boah, ich hab viele Special-Karten. Ja, 2 Spieler darfst du aussuchen. Kann man schon was Geiles treffen eigentlich? So ein Aubameyang oder so zum Beispiel wäre. Ja, lass es. Nicht schlecht. Okay, mach. Ja, Mann, das ist mir zu viel. Warte mal, das geht nicht so. Mit den beiden nebeneinander, das ging nicht. Okay, jetzt. So, ich würde sagen, du nimmst einmal deinen linken Stürmer und dein mittleres ZM auch raus. Hört es. Oh mein Gott, dein Ernst, ey. Linker Stürmer wolltest du haben, das ist Sergi Roberto und mein linker. Ne, was hast du gesagt? Und das zentrale Mittler. Ich wollte gerade sagen, nee, du meintest doch Mittlere, ne, genau. Mittlere wäre nämlich Umtiti. Vorher war es Mkhitaryan, aber da habe ich gesagt, ne, die zwei, das geht nicht, Mann, das musst du noch tauschen. Es ist Umtiti. Links wäre daneben Aubameyang gewesen, Digga. Ey, das war krank, Mann. Ich wusste irgendwie im Mittelfeld, aber dann... Ja, ich habe kurz vorhin noch Mkhitaryan weggetauscht und hätte zu denen getroffen, wäre auch bitter gewesen. Leute, das war's von diesem Floppen, aber lasst doch ein Like da, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, checkt die Folge aber Max aus, da gibt's die Revanche. Und checkt jetzt noch gerne meinen Shop aus, falls ihr Bock habt, auf die Nice Hoodies in Rot, in Blau und in Grün. Und natürlich noch gratis von mir unterschrieben zu jeder Bestellung, eine gratis Autogrammkarte dazu, also gerne abchecken. Link ist unten in der Beschreibung, Leute. Macht's gut, ihr seid die Besten, haut rein und ciao.